So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine neue Runde. Regress! Bei mir mit dabei Strittiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Nehmen weniger. Und oder sonst mehr. Ist keiner da. So, wir haben hier unten, ich habe hier unten schon mal ein bisschen was vorbereitet. Denn wir haben da oben ja jetzt halt die alte Farm. Und wir haben jetzt das Problem mit der Farm, dass wir hier hinten, genau. Da haben wir nicht richtig ausgeschachtet, beziehungsweise ausgeschachtet schon. Aber hier ist noch an vielen Stellen Wasser. Und das Wasser gilt es jetzt wegzumachen. Und da wir uns hier in einem Technik-Let's Play befinden, wer hätte das gedacht, habe ich mir so gedacht, warum nicht auf Technikweg und warum sollten wir das jetzt hier irgendwie ganz komisch machen und so. Ne? Jo. Monsignore. Ja. Und dafür habe ich, mir eins überlegt, und zwar, man hat es schon mal bei mir im Livestream gesehen, den Filler. Ich hoffe, dass der überhaupt funktioniert. Wir brauchen gelbe Farbe, wir brauchen schwarze Farbe, wir brauchen Landmark, wir brauchen Crafting Table, wir brauchen eine Chest und wir brauchen 2 Gold Gear. Ausführung. Jawohl, verstanden. Wo hat der Typ jetzt den Crafting Table hingepackt? Mit der Typ meine ich übrigens ausnahmsweise mal nicht Klaus, sondern mich selber. I don't know. Weg ist er, würde ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt, dass der irgendwie... Wo habe ich denn jetzt die Workbench hingepackt? Ja, wo ist die? Ja, komm. Ja, such. Ja, fein. Such. Ja, such. Hier sind nur die ganzen Crafting-Table, aber irgendwie... Ach, da ist... Ah, hier ist Crafting-Station. So, wir brauchen... Warte, wait, what? Wir müssen von hier mitnehmen, ist der falsche Kiste, glaube ich. Brauchst du noch irgendwas? Kann ich dir helfen? Wo bist du denn gerade? Hier, hinter dir. Ah, ich brauche schwarze Farbe zweimal. Okay. Warte, ich kann dir sagen, wenn du jetzt nach oben gehst. Ich brauche zweimal schwarze Farbe, zweimal... Gelb? Nee, gelb habe ich nämlich hier unten, deswegen habe ich gerade gestockt. Viermal Gold und einmal Lapis Lazuli. Lapis Lazuli? Lapis Lazuli. Hier Lazuli. Haben wir... Ah, Lapis Lazuli habe ich auch noch hier. Sehr also schön. Gold. Genau. Gold und schwarze Farbe. Genau, ich habe sogar noch 5 in der Tasche. Ist ja noch besser. Boah. Das ist ja geil. Ich habe sogar noch einen Landmark in der Tasche. Wow. Ja geil, dann brauche ich ja gar keinen Lapis. Nein. Nein. Gold ist hier auch noch. Ja, jetzt habe ich es mit. Okay. Schwarz hast du mit, ja? Ja, ja. Alter, jetzt finde ich die richtige Kiste nicht. Dankeschön. Bitteschön, da liegt noch schwarz. Ja, hier unten hätte auch noch schwarz gelegen, habe ich gerade gesehen. Zumindest Tintensäcke. Alter, was hier unten alles ist, Alter, das ist ja wie so eine Zauberkiste, weißt du, die du einmal so aufmachst. Ja, klar. Natürlich. Der Typ. Mhm. Da ist doch das Iron Gear. So, dann machen wir noch ein zweites. Zweimal Cobblestone. Viermal Cobblestone, meine ich natürlich. Nee, 4. Jetzt weiß ich nur nicht... Jetzt habe ich wieder einmal zu viel drauf gedrückt, ne? Nee, doch nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, wo meine Apple oder irgendwas zu essen abgeblieben sind. Die habe ich jetzt in irgendeine Kiste gepackt. Und sie sind weg. So, ich habe hier noch eine Redstone-Fackel und einen Landmarker. Hast du da hinten jetzt nicht abgerissen, oder? Nein, der war. Der lag. Ja, dann gib her. Dann gib rüber. Schmeiß mal. Mittlere Kiste. Zwischen den Barrels. Da drin. Unten. Rechts. Unten rechts sind Bäume. Ach, mittlere Kiste hast du auch gesagt. Ja. Oh. Was fehlt denn mir jetzt noch? Ah, egal, jetzt eins nach dem anderen. So, erstmal, wir brauchen eine Stone Gear. Habe ich vergessen, der Timer zu stellen. Das mag nichts. Das mag nichts. Iron. 4-mal. Danke. So. 1, 20, 30, 40. Stone Gear. Iron Gear, 2 Iron Gears. Was hatte ich gesagt? Wie oft solltest du mir Gold mitbringen? 4-mal. Habe ich nicht 8-mal gesagt? Nee.
Das werde ich direkt im Anschluss dieser Folge überprüfen. Aber hier habe ich irgendwo noch Goldbarren gesehen, also es passt schon. 4. Da waren bestimmt noch irgendwo meine Äpfel mit drin, die habe ich nur wieder nicht gesehen. Bob, Bob, Bob. So, einmal... Ja, das sind sie doch, die Äpfel. Ja, cool. Den da oben hin, dann das Schwarz, das kleine Schwarze, dann das Blau. Nee. Ein Chest und ein Crafting Bubble. Wo ist Crafting Bubble? Mal wieder alle Kisten durchgucken. Oh. Oh. Ordnung ist das halbe Leben, ne? Ich wohne in der anderen Hälfte. Also ich glaube, irgendwann benenne ich wirklich mal eine Folge einfach nur. Oh. Und das schreibe ich dann einfach. Wie willst du das betonen? Das schreibe ich einfach O R R R R R. Das ist so die Betonung, die ich bei Twitter kennengelernt habe. Ah, okay. Einen Filler! Yeah! Den muss ich vorher einmal hinstellen, weil da muss ich nämlich direkt einmal schauen, ob wir den konfigurieren müssen. Nein, müssen wir nicht. Flattern, Frame, Horizon, Pyramide, Stairs, Box, Clear, Zylinder, Fell. Wir wollen das Ganze fällen. Also gleich. Ja. Bald. Hier in diesem Kino. So. Habe ich mir dafür überlegt Folgendes. Ja. Habe ich mir angeschaut hier, ne, guckst du, wo geht nach oben und wo geht in die Richtung. Bin ich einmal an diesem hier lang gelaufen, der jetzt hier halt wieder hinkommt. Also die Landmarks, wer das jetzt nicht weiß, die kann man mit einem Redstone-Signal, entweder mit einer Fackel, kann man die halt dazu bringen, zu zeigen, in welche Richtungen sie weit gehen. Also gehen 64 Felder weit. Oder halt mit einem Schalter oder ähnlichem. So, und dann habe ich da oben noch einen hingemacht. Der ist übrigens essentiell wichtig. Okay. Weil der baut. Abreißen, ja? Der baut dann nämlich einen Frame aus der ganzen Geschichte. Bob. Hast du Frame? Ja, cool. Weißt du, guckst du. Cool, ne? Mhm. So, ich glaube, wir müssen aber. Ich hoffe, dass das egal ist, weil hier hinten wäre der kürzeste Weg. Alter, ich wundere mich die ganze Zeit, wer die Kisten auf und zu macht, aber das ist ja nicht so. Ja, ich habe auch mich schon gefragt, wer das hier. Ob du mich irgendwie natzen willst oder irgendwas, whatever. Der muss da mal zu. Böp. Der kann da weg. Hauen wir einen Filler dahin. Bupp dich. So. Landmark verschwinden in der Regel. Beziehungsweise bleiben zwar da, aber sind halt, ne? Verloren. Nee, wenn man nicht hingeht. Ja, so, ich habe gerade auch überlegt, Alter, was er für einen Quatsch hier erzählt. So, jetzt wir brauchen eine bestimmte Barrel. Eine ganz bestimmte Barrel. Und zwar, wir brauchen die Barrel mit dem Dirt. Weil wir wollen das Ganze zwar zu haben, aber wir wollen es ja auch schnell wieder aufkriegen. Ne? Halt so gut es geht eben wieder aufmachen. So, Barrel kommt dahin. Golden und Emme Harald. So, packen wir die goldene dahin. Die Emerald Pipe packen wir dahin. Wupp dich und zack. Und jetzt habe ich. Dass man die auch so positionieren kann. Das habe ich jetzt gerade selber das erste Mal gesehen. Aber es ist cool. Übrigens, die Lecks, die hier gerade verursacht werden, die werden von den. Ganzen hier, wie heißen die? Von den Lasern verursacht. Ah, okay. Ach, das ist doch nur ja, das geht eigentlich noch. Basic Gear. Ach, du bist doch aber auch wirklich zu nicht zu gebrauchen. Also ich, nicht du. Ja. Da mit installiertem Autark Pulsar. Braucht der nicht noch eine Energiequelle? Ja, braucht er. Kriegt er ja auch gleich. Ah, okay. Nein. Mein Ernst, das kann doch wohl wieder nicht wahr sein. Das ist ja so nur Gravel hier. Da hätte ich jetzt aber nicht mit gerechnet. Da habe ich jetzt so, das hätte ich mir jetzt so nicht gedacht, dass der jetzt tatsächlich das Gate dazwischen packt. Also es nochmal so. Und dann das Gate dahin. So. Jetzt brauchen wir noch Energie für die Batterie. Da das hier ja nicht für immer bleibt, nehmen wir einfach den direktesten Weg.
Ich hoffe, mit 10 werde ich nicht auskommen. Soll ich hier schon mal langrahmen oder? Wofür? Nee, machst du schon. Ich hab ja die Leitung gelegt. Achso, habe ich hier für Dings. Ja, du kannst doch mal irgendwie gucken nach Diamantenpipes. Weil, wie gesagt, 10 werden nicht reichen. Was haben wir hier denn noch? Wunden Genesis, Golden Genesis Pipes hätten wir noch 3 Stück. Ja, 3 Stück, Alter, kommst du nicht mit aus. Ja. Noch ein Workbench. Hm. Haben wir hier echt nichts mehr an Diamond, Kinesis, People, Linus? So 8 Stück habe ich noch. Naja, dann gib mal bitte rüber. Oder leg ran, ist mir egal. Ja, gut. So, du musst jetzt im... da werden wir nicht vorbeikommen. Dann gehst du einen höher oder reißt jetzt die Schilder ab oder ist mir egal. Oder wo du bist. Mach ich doch. Alles gut. Nein. Na? So, und so. Und so. Und so. Ha! Hart so. Ui. So. Was? Ui. Ja. Leitung schon voll. Ja, ja, das ist normal. Der kriegt jetzt ja einmal direkt so einen Burst. So, wir sagen dir Items in Inventory und dann machst du Energy Pulsar. So, und ich habe mir hier schon mal sämtliche Vorräte, die wir noch da hatten, an Dirt. Beziehungsweise nicht nur an Dirt, sondern, ach, da habe ich einen freien Platz. Sondern halt auch an dieses andere Zeugs. Warum pulsiert er das da jetzt nicht rein? Zieht die das etwa nicht da raus, aus der Barrel? Das wäre jetzt ja scheiße. Normalerweise müsste der das machen, ne? Ich filter die jetzt mal. Hallo Klado, wir nehmen gerade auf. Moin, Leute, da... Doch nicht. Ach nee, Moment, das ist ja gar nicht meine LP. Okay, Servus. Ich dachte, das wäre Klado, weil der ist nämlich auch oben im TeamSpeak. Nein. So, und wie man sieht, wie man jetzt erkennen kann, der Kollege... Der schmeißt jetzt einfach mit dem Dirt um sich. Ja, und zwar, schön. Während er mit dem Dirt um sich schmeißt, setzt er an jeden... Also normalerweise ist der Filler so konzipiert, an jede freie Stelle schmeißt er jetzt was hin. Also er sollte jetzt normalerweise, so wenn er auf Fill steht, sollte er nichts abreißen und austauschen, sondern wirklich komplett einfach nur jetzt die freien Stellen auffüllen. Das dauert jetzt halt alles so ein bisschen, also die Maschine ist in der Version 7, hat die ersten kleinen Geschwindigkeitsboost gekriegt. In 3 war sie noch langsamer und in 4 war eigentlich okay und in Buildcraft 5 weiß ich nicht mehr. Oh. Ja, bitte? Ja, hier sind 2 Maschinen, die komplett rot sind. Ich hab die mal abgestellt, weil die kein Wasser bekommen. Oh, geht das schon wieder los. Ja, dann müssen wir da halt nochmal weitere Diamond Pipes legen. Dann kommen die 4. Ups. Dann kommen die 4 Engines hier halt nicht hinterher. Nee, scheint so. Und die anderen beiden kommen hinterher, weil die kriegen ja Strom. Eigentlich. Ja, so ein bisschen. Ja, die eine hier. Also im Prinzip habe ich hier hinten das ja so konzipiert, dass die Maschinen sich selber mit Wasser versorgen. Also das heißt, sobald die Wasser ausgeben, kriegt auch die Pumpe prinzipiell generell Strom. Ah ja, gut, du hast jetzt einen Laser laufen, du hast einen Filler laufen. Ich glaube, der Filler, der zieht auch ordentlich, ne? Das ist durchaus möglich. Kann ich den schon ausschalten? Haben wir genug? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen ja noch ein paar mehr von den Gates für alle weiteren Pläne. So, wenn das Ganze hier dann fertig ist, dann können wir auch das Lager erweitern und dann kriegen wir auch das Lager so hin, eben, dass wir hier schalten und walten können. Das Problem... Ich gehe mal hoch und kontrolliere mal die Golems, ob die Kisten vielleicht schon voll sind. Ja, das einzige Problem, das ich jetzt an dem Ganzen hier nur sehe, ist, dass wir das Ganze auch nach unten hätten machen können, müssen. Weil ihr seht ja hier so von wegen ein tiefer und dann kam ja schon das Wasser eben gerade. Kann man die eigentlich auch fangen? Nein, kann man nicht.
Und ich habe mal so das Gefühl, dass das mehr als 977 Blöcke sind, die ich da abgedeckt habe. Kann man das nicht im Chat sehen? Nö, kann man nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Ja, und somit warten wir dann jetzt halt, bis das Ganze aufgefüllt ist. Und in der Zwischenzeit, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich mit dem ganzen Kram länger dran sitze. Ich habe noch 4 Minuten frei. Ich weiß gar nicht, hattest du das gezeigt? Ich hatte das im Livestream, glaube ich, gezeigt. Also die Farm, die olle Farm, die hatten wir jetzt ja zwischenzeitlich deaktiviert, beziehungsweise haben wir deaktiviert, weil die hat ordentlich was abgeworfen. Und die lief, glaube ich, 2 oder 3 Tage. Nee, gezeigt habe ich es nicht. Ja gut, also ich habe hier einen zwischen rausgebrochen und habe die Engine ausgeschaltet. Konfiguriert ist das Ganze so halt über schwarz, dass hier sollten halt Überlauf-Barrels sein. Die ja dann halt auch genutzt wurden. An den Sand hatte ich gar nicht gedacht, der da überbleibt. Und das Ganze ist dann halt so konfiguriert, zu rot. Hatte ich mir dann halt von vornherein gedacht, da gehen die Saplings hin. Beziehungsweise auf schwarz laufen die anderen weiter. Gehofft und gedacht habe ich mir, dass die bei blau dann rauskommen, sobald da voll ist, weil die für schwarz gesperrt sind. Und für weiß halt auch, also Rückläufer wäre auch nicht gegangen. Na, und hier dann halt so weiter. Und hier dann zu blau nachher den Sand. Wie gesagt, an den Sand hatte ich erst überhaupt gar nicht gedacht. Ja, die Farm, die müsste jetzt prinzipiell, wenn wir sie wieder anreißen würden, müsste sie nur einen Fertilizer bekommen. Und dann würde die gleich wieder loslaufen. Aber ich sag mal, ich habe für die ganzen Barrels vorhin ein paar Stacks rausgenommen. Wir haben hier in dem einen haben wir 16.384 Items. In der anderen Barrel haben wir 3076 Items. Dann, also hier Logs. Dann haben wir 5331 Apple. Und 4096 plus 1227 Saplings. Ich würde sagen, da können wir ja eigentlich schon fast was mit Biofuel machen. Ja, könnte man. Ne? Entweder per Fermenter und Biomasse. Und da wäre, wenn wir den Weg gehen würden und nicht Mechanism oder sowas. Da meine ich, ist da sogar. Upsala. Da meine ich, ist da sogar noch eine Quest offen. Nee, 7 war es nicht. 5 müsste es gewesen sein. Genau, Not for Drinking. Da sollten wir dann noch bauen. Eine Still. Stimmt, da war noch was. Genau, und nach der Still kommt doch eigentlich noch irgendwas anderes. Oil. Ach ja, genau. Der macht doch aus Ethanol und Biofuel macht der denn doch Öl? Puh. So, da fragst du jetzt den Falschen. Aber wie kommt man jetzt an Ethanol? Weil ich glaube, das wäre ja auch noch vielleicht was Interessantes. Ach so, in der Raffinerie. Einfach nur mit Biomasse. Okay. Könnte man mal drüber nachdenken. Ja. Aber die Folge hat sie jetzt hinter sich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.